So, in diesem Video erkläre ich dir jetzt, was die Moringa-Pflanze für eine wertvolle Pflanze ist und was diese Moringa-Tabletten entsprechend bewirken können. Wenn dich das interessiert, dann bleibe jetzt in diesem Video. Lass uns doch gemeinsam starten. Was eigentlich ist Moringa? Das ganz kurz vorweg. Und Moringa ist aus der monogenären Gattung der Benussgewächse. In Europa ist der Moringa auch bekannt als Meerrettichbaum und stammt ursprünglich aus den Himalaya, aus diesen Regionen, aus Nordindien. Damals wurde der Moringa auch durch Engländer in der Koloniezeit entsprechend entdeckt. Die Engländer verwendeten dann die Wurzeln des Moringa als Meerrettichersatz. Der Vorteil daran ist, dass sich Geruch und der Geschmack sehr dem Meerrettich ähneln. Daher stammt auch der deutsche bzw. englische Name. Nun möchte ich euch allgemeine Infos zum Moringa geben. Weltweit findet man bereits mehr als 700 Studien, die gesundheitlich wertvollen Eigenschaften dieser essbaren Lebensmittelpflanze. Und immer mehr Wissenschaftler werden dadurch zum Staunen gebracht. Moringa ist eine der nützlichsten und vielseitigsten Pflanzen, welche es auf unserer Erde gibt und die aus Indien stammt. Die Blätter der Moringa-Pflanzen sind natürlich außergewöhnliches, vielseitiges Multivitamin. Und die Mineralstoffkonzentration seiner Samen befreien Wasser von Bakterien und Viren und liefern ein hochwertiges Öl. Die Früchte verwendet man zum Beispiel als Gemüse oder sind Bestandteil von entsprechenden Currymischungen. Die Wurzeln kann man auch als Gemüse oder eben, wie ich eben schon meinte, als Meerrettich verwenden. In den Blättern des Moringa-Baums sind sämtliche Fettsäuren enthalten, die eine große Bandbreite an Vitaminen, Mineralstoffen oder einen hohen Anteil aufweisen als alle bekannten Gemüse. Und sie können als Salat, Gemüse und so weiter gegessen werden. So zum Beispiel enthält der Moringa bis zu 25 mehr Eisen als Spinat oder 17 mal mehr Kalzium als in Milch oder zum Beispiel 15 mal mehr Kalium als in Bananen und 7 mal mehr Vitamin C als in Orangen. Die Kombination und Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sind sehr konzentriert, ausgewogen und einzigartig. Er enthält einen äußerst hohen Gehalt an Mineralien, wie zum Beispiel Kalium, Magnesium, Calcium, Phosphor oder ausreichende Mengen an Vitamin C, Zink oder auch Kupfer. Er enthält fast alle Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin A, sämtliche B-Vitamine, C-Vitamine, D, E, K und auch Vitalstoffe. Also es sorgt quasi dafür, dass sämtliche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente durch den Körper aufgenommen werden können. Moringa ist also eine reine Vitaminstoffbombe, die 90 verschiedene und wertvolle Vitalstoffe für den Menschen entsprechend enthält. Also wenn du jetzt zum Moringa noch irgendwelche Fragen hast, dann kommentier hier bitte unter das Video oder schreib unserem Support eine E-Mail, wenn es persönlich sein soll. Du kannst unseren Support auch jederzeit gerne anrufen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib wie immer einen Daumen nach oben. Abonniere uns vor allem auf Facebook, Instagram und hier in diesem YouTube-Kanal, damit du solche Videos wie eben mit diesen hilfreichen Informationen weiter genießen kannst. Das war Chris von Sports & Health. Werde fit und starte in ein gesünderes Leben.